Servus zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Talk mit Tim. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch vorbereitet. Holger Sanwald, unser Vorstandsvorsitzender, ist da. Hallo Holger. Wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, und zwar die Kaderplanung der nächsten Saison. Mein Name ist übrigens Tim und ich darf die kritischen Fragen stellen. Denn ihr wisst ja, nach jeder Saison geht so der ein oder andere Spieler. Das war auch bei uns der Fall. Aber es kommen auch neue dazu. Und deswegen, Holger, für dich die erste Frage direkt. Hattest du in der Sommerpause überhaupt Zeit, kurz abzuschalten, oder war es wirklich nur Arbeit? Sowohl als auch, ne? War eine Mischung. Ne? Wir haben nach dem Spiel gegen Bremen, einmal war der, natürlich der Riesenhype um das Spiel, um die Aufstiegsrelegation. Dann haben wir es nicht geschafft. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht lange damit beschäftigt und sich grämt. Klar war man enttäuscht an dem Abend, aber am nächsten Tag war mir klar, wir müssen sofort wieder in den Arbeitsmodus kommen, weil es nützt ja nichts. Ne? Es geht weiter, und dass uns dann wichtige Leistungsträger verlassen werden, die eben nicht gehalten werden können, das war mir eigentlich wirklich mit der Sekunde des Abpfiffs klar. Und da heißt es einfach nur, Ärmel hochkrempeln, sofort wieder anfangen zu arbeiten. Trotz allem habe ich auch ein paar Tage Urlaub mit der Familie gemacht, war dann in der Zeit so gut es geht erreichbar, habe das Handy auch mal weggelegt, aber dann auch wieder natürlich zu gewissen Zeiten eingeschaltet, um wichtige Transferthemen anzustoßen. Ist gar nicht so schlecht, das auch im Urlaub zu machen, weil man dann auch die nötige Ruhe hat und ein bisschen Abstand, ist man nicht zu emotional gefangen, sondern kann auch sich immer wieder kurz sammeln. Also insofern war es eine Mischung drin, und ich freue mich, dass wir schon so weit sind und dass wir die Dinge ganz gut auf den Weg gebracht haben. Ja, du sagst, wir haben die Dinge gut auf den Weg gebracht. Dazu gehören aber auch Themen, die man vielleicht gar nicht so gerne hört. Zum Beispiel, dass ein Niklas Dorsch weggegangen ist, ein Tim Kleindienst, ein Sebastian Griesbeck, ein Timo Beermann auch. Das waren ja Stützen der vergangenen Saison, die so erfolgreich war. Wieso konnte man die nicht halten? Ja, oder auch ein Robert Strauß und Arne Feigen, ne? Auch wichtige Spieler. Ist ganz normal. Wir sind der 1. FC Heidenheim und nicht Bayern München. Wenn wir erfolgreich sind und eine tolle Saison spielen, dass dann Spieler auf sich aufmerksam machen und andere Vereine, die größer sind, die finanzstärker sind wie wir, diese Spieler dann haben möchten, das ist klar. Und ich kann das den Jungs auch nicht verdenken. Wenn sie die Möglichkeit haben, in der Bundesliga zu spielen oder international in Gent, Champions League Quali sogar, vielleicht spielt der Niklas und der Tim nächstes Jahr Champions League. Es ist Teil unseres Konzeptes, dass wenn wir Spieler rausbringen, dass wenn Spieler dann solche Angebote erhalten, dass wir dann auch sagen, ja, wir finden Lösungen, dass ihnen dieser Schritt ermöglicht wird und unser Verein damit ganz wichtige Einnahmen, die wir brauchen, um das alles zu finanzieren, unsere Mannschaft zu finanzieren, unsere Mitarbeiter, die Infrastruktur, alles was dazugehört, so sind wir aufgestellt. Ne? Und wir freuen uns jetzt unglaublich für die Spieler. Wir haben in der Corona-Zeit, wo jeder Euro zählt, wichtige Einnahmen. Deshalb finde ich, dass wir da positiv damit umgehen sollten. Die wollten es unbedingt machen. Wir haben Lösungen gefunden, haben dafür ordentliche Ablösesummen generieren können. Wirklich gute Ablösesummen, wie wahrscheinlich kein anderer Zweitligist. Einnahmen gesichert, damit Arbeitsplätze gesichert und auch wieder reinvestieren können in junge, neue Talente aus der eigenen Jugend, von anderen Vereinen, die jetzt eben sich neu beweisen können bei uns, eine neue Chance nutzen können. Mir ist schon klar, dass das immer wieder ein Neuanfang ist, dass es auch ein Risiko birgt. Aber was wäre die Alternative? Zu sagen, wir lassen die Spieler nicht gehen, sind sie dann motiviert, dann fehlen uns wichtige Einnahmen. Ich denke, damit, wenn man sich das mal in Ruhe überlegt, dann ist völlig klar, dass wir diesen Weg so gehen müssen. Und der hat uns ja auch die letzten Jahre überhaupt so weit gebracht. Deiner Aussage nach zufolge kann man also nicht von einem Ausverkauf sprechen. Ist ja nicht so, als würde es nur ums Geld gehen. Es geht ja auch um den sportlichen Erfolg, oder? Ja, wer sich da wirklich intensiv im ersten Heidenheim beschäftigt, der kann ja gar nicht zu der Einschätzung kommen. Wenn ein Ausverkauf wäre, wenn was passiert, weil wir jetzt nicht mehr zahlungsfähig wären und alle weg müssten oder weil wir hier wegschicken. So ist es ja nicht, sondern wir haben ein Konzept, ein sportliches Konzept entwickelt, das uns von der Landesliga über 20 Jahre in einem ganz, sag ich mal, schrittweisen Prozess dahin gebracht hat, wo wir sind. Und da ist es gepreist in dieses Konzept, dass wir Spiele entwickeln möchten und die auch verkaufen möchten. Und das machen wir seit Jahren. Ich weiß, dass jedes Mal die Aufregung groß war, wenn uns wieder Top-Leute verlassen haben. Seit wir zweite Liga spielen, hat uns in jeder Saison der Spieler verlassen, der die meisten Tore gemacht hat. Immer unser Top-Torjäger. Das ging los von Florian Niederlechner über Robert Leipertz, der mittlerweile auch wieder zurückkam, John Verhoek und so weiter. Jetzt Tim Kleindienst schon zum zweiten Mal, der kam ja nach seiner Leihe wieder zurück. Es ist einfach ganz normal, und deshalb ein Ausverkauf ist es definitiv nicht. Es ist wieder eine Art Neuanfang, aber wir haben immer bewiesen, dass wir in der zweiten Liga so mithalten können, und
Ich glaube, schauen wir uns hier in der Region um, da gibt es genügend Vereine, die nicht lange in der zweiten Liga gespielt haben. Wir kriegen das so in Einklang, diesen Spagat mit dem, was wir uns wirtschaftlich leisten können und so, dass wir sportlich mithalten können. Wird immer eine Herausforderung bleiben, jetzt in der Corona-Zeit noch umso mehr. Ich bin letztendlich für die Jungs froh, aber auch für unseren Verein, dass es so gelaufen ist. Und jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Und wir haben viele, viele interessante junge Spieler dazugenommen und hoffe sehr, dass die es wieder schaffen, in die Fußstapfen der zu treten, die uns jetzt verlassen haben. Das wird man sehen, wie das gut das gelingen wird. Da wird jedes Mal ein Fragezeichen dabei sein. Einer dieser neuen, interessanten, jungen Spieler ist Janis Burnic. Der ist von Borussia Dortmund gekommen. Der könnte ja positionsgetreu eigentlich auch Niklas Dorsch ersetzen. Traust du ihm das zu? Ganz bestimmt trauen wir ihm das zu. Ne? Es gibt auch andere Neuzugänge, die auf der Position oder auch Spieler, die da sind, die auf der Position ihre Chance ergreifen wollen. Ne? Kevin Sessa hat ja das unheimlich gut gemacht gegen Bremen beispielsweise, war auch auf der Position. Kershi ist da, Andi Geipel ist gekommen. Ne? Also wir sind schon Jan Schöpner. Ich will jetzt keinen vergessen. Ich könnte auch noch unsere eigenen Jugendspieler Julian Stark, Melvin Rahusovic nennen. Wir sind im zentralen Mittelfeld wirklich gut aufgestellt. Und wer es dann letztendlich schafft, das wird sich zeigen. Unser Trainer Frank Schmidt hat da ein super Händchen dafür. Das ganze Trainerteam, der ganze Verein weiß, dass es zu leisten ist. Ne? Und wir sind wirklich sehr optimistisch, dass der Janis sehr viel mitbringt, dass er mit dem Dorsch zusammen in der Nationalmannschaft spielt. Aber er muss es hier auch erst beweisen. Es werden ihm alle Möglichkeiten geboten und ich drücke ihm die Daumen. Aber so drücke ich natürlich auch allen anderen die Daumen. Wir dürfen, glaube ich, einen Fehler nicht machen, zu sagen, jetzt müssen wir gucken, wer ist jetzt der Nachfolger von Niklas Dorsch. Weil der Dorsch, der ist jetzt nicht mehr da, der ist in Belgien und jeder spielt auf seine Art anders und dürfen nicht sagen, derjenige ist dann jetzt der neue Niklas Dorsch. Nein, der ist weg, sondern wir werden neue Lösungen finden, mal schauen, wie unser Trainer spielt, mit welchem taktischen Konzept. Vielleicht wird die Rolle auch neu interpretiert werden, den neuen Jungs die Chance geben und hoffen, dass wir es wieder so gut hinbekommen wie in der Vergangenheit. Du hast Andreas Geipel schon angesprochen, ein durchaus sehr, sehr erfahrener Mann, schon über 130 Profispiele gemacht. Wie wichtig ist das, gerade auch Erfahrungen in die Mannschaft zu holen, wenn auch verdiente Spieler wie Robert Strauß oder Arne Feig gegangen sind? Genau. Wir haben auch verdiente Spieler verloren, langjährige Spieler verloren. Eine Mannschaft besteht immer auch aus einer Struktur, aus Führungsspielern, aus erfahrenen Spielern, aus jungen Spielern, die nachschieben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und der Andi Geipel ist uns über die Jahre hinweg aufgefallen als Führungsspieler in Regensburg, der eine Top-Einstellung, eine Top-Mentalität hat. Und deshalb war es uns schon auch wichtig, nicht nur lauter junge Spieler zu holen, sondern gerade auch nach dem Abgang von Sebastian Griesbeck zur Union, der als Abräumer vor der Abwehr natürlich auch sehr viel organisiert hat, auch als Vizekapitän eine Führungsrolle innehatte, war uns wichtig, mit einem Geipel jemanden zuzugewinnen, der auch die Erfahrung hat. Wenn es dann nur junge Spieler sind, wird es auch wieder schwierig. Die Mischung muss stimmen und wir hoffen, dass Andi Geipel das so gut macht wie in Regensburg. Wir haben gegen Regensburg jedes Mal verloren, wenn er in der Startelf stand. Immer, außer jetzt haben wir gewonnen, aber war nicht in der Startelf. Na, hoffentlich schafft er das in Heidenheim genauso gut. Hat einen Top-Charakter, Top-Einstellung, Top-Junge. Freuen wir uns wirklich sehr darauf, dass er sich für uns entschieden hat und hoffen, dass er die Lücken, die da sind, jetzt eben füllen kann. Zwei Jungs, die absolut ins Beuteschema vom FCH zu passen scheinen, sind Jan Schöpner und dazu noch Marvin Rittmüller. Der eine kommt aus Verl, von einem Drittliga-Aussteiger, der andere von der U23 des 1. FC Köln. Klar, der FCH ist damit bisher immer gut gefahren, aber das birgt doch sicherlich auch ein kleines Risiko. Ja, selbstverständlich. Wir wissen nicht, ob junge Spieler, die tatsächlich den Sprung schaffen. Ne? Wir haben auch schon Spieler gehabt, die es nicht geschafft haben. Aber unsere Bilanz über die ganzen Jahre, die hat wirklich gut. Wir haben ein sehr gut aufgestelltes Scouting, beobachten den Markt, die Spiele sehr intensiv. Die gesamte Saison über haben über jede Position entsprechende Alternativen von Spielern bei uns aufgelistet, ne, die wir dann ansprechen können, warten nicht, ob irgendjemand uns angeboten wird. Mit dem Weg sind wir gut gefahren und wir sehen in all den Jungs, in dem Jan Schöpner, in dem Marvin Rittmüller, ja, wir können jetzt wirklich alle nennen, Julian Stark, Melvin Ramusovic, Gianni Mollo aus der eigenen Jugend, auch die da sind natürlich, die jetzt auf dem Sprung waren, die Rückkehrer, die ausgeliehen waren, die es jetzt vielleicht nicht gleich im ersten Ansatz gepackt haben, Murph Biancardi, und Patrick Schmidt, und Uli Steurer. Die haben jetzt auch die Möglichkeit. Es werden Plätze frei. Wir haben Spieler, die da sind, die da geblieben sind. Die müssen die haben keinen Platz. Eine Enttäuschung von letzter Saison. Gibt auch gar keinen Grund dafür, weil wir sind Dritter geworden. Da gibt es gar keinen Raum für Enttäuschung. Erstens mal wegen dem Ergebnis und zum zweiten Mal, weil die Jungen, die jetzt kommen, die wollen da rein. Insofern muss sich jetzt jeder neu zeigen und beweisen. Deshalb bin ich
sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Ansatz, es sind 10 neue Spieler, ne, dass wir da in der Lage sind, jetzt wieder eine stabile Saison zu spielen. Wie gut es dann wird, das weiß ich nicht. Es wird Existenzkampf in der zweiten Bundesliga bedeuten. Es gibt die Beispiele zur Genüge, die nach einem Erreichen eines Relegationsplatzes, Platz 3 im Jahr drauf, dann wirklich reingerutscht in den Abstiegskampf, sogar abgestiegen sind. Das glaube ich, dass uns, das hoffe ich natürlich auch sehr und bin auch davon überzeugt, dass es uns mit dieser Herangehensweise, mit neuer Konkurrenzsituation, mit neuem frischem Blut, dass uns das eben nicht passiert. Aber wir müssen uns jetzt erst wieder auf den Existenzkampf in der zweiten Liga einstellen und auch total darauf vorbereitet sein, fokussiert sein. Wir haben keinen einzigen Punkt zum Anfang. Die gute Nachricht ist, die anderen auch nicht. Also insofern, wir gehen das an und wollen erstmal wieder um die Existenz spielen und dann gucken, wohin die Reise geht. Das wird davon abhängen, wer von den jungen Leuten schafft den Sprung, wer schafft es, sich gleich in der zweiten Bundesliga möglichst schnell zu adaptieren. Manche werden ein bisschen länger brauchen, aber es sind hochinteressante, spannende Spieler dabei. Da freuen wir uns alle riesig drauf. Die Zielsetzung ist ja auch immer ein sehr interessantes Thema, vor allem im Umfeld. Du hast ja gerade schon angesprochen, was der FCH sich als Zielsetzung eigentlich gegeben hat. Machst du dir ein bisschen Sorgen, dass aus dem Umfeld vielleicht Stimmen kommen könnten, die sagen, ach, jetzt waren wir in der letzten Saison so weit oben, das müssen wir jetzt direkt wieder nochmal so machen? Ja, die Stimmen gibt es natürlich. Ne? Vorletztes Jahr 5. Platz, dann letztes Jahr 3. Platz und dann, ja, was muss jetzt kommen? Es gibt aber genauso die Stimmen, die sagen, ja, wie sollen wir überhaupt bestehen können, wenn Tim Kleindienst als bester Torschütze mit 16 Toren weg ist und Niklas Dorsch, der den ganzen Spielaufbau gemacht hat, weg ist und Sebastian Griesbeck weg ist, der als Abräumer vor der Abwehr für viele unersetzlich ist. Die Wahrheit wird irgendwo da zwischendrin liegen. Wir müssen neue Lösungen finden, aber wir haben wirklich eine spannende Mannschaft und ich hoffe, dass unsere Fans und unser gesamtes Umfeld diese Mannschaft auch wieder die Zeit gibt und die Geduld mit einbringt, auf diesen Weg mitgeht, der uns eben seit Jahren als festen Bestandteil der zweiten Bundesliga hat etablieren lassen. Und dann wird es unser Trainer hoffentlich schon wieder richten und die Jungs, die mit großem Ehrgeiz da rangehen, auch wieder das gut machen. Ich bin optimistisch und freue mich riesig. Ne? Die Mannschaft ist wirklich hoch motiviert. Wir haben Top-Werte jetzt aus den Messungen der Sportmedizin. Die haben sehr gut gearbeitet im Sommer, weil jeder seine Chance wittert. Also wir gehen mit großer Motivation, mit großem Optimismus daran. Ja, dann können wir uns, glaube ich, alle auf die neue Saison freuen. Alle, die Daumen drücken, das könnt ihr übrigens zu Hause auch. Und freuen dürft ihr euch auch, denn wir haben noch einen ganz interessanten zweiten Talk für euch, wieder mit Holger. Und ich sage euch mal ganz kurz, worum es geht. Wir sprechen um Corona. Was ist in den letzten Monaten passiert? Was wird noch passieren aufgrund von Corona? Und jetzt wird es für euch richtig interessant. Was passiert eigentlich mit den Zuschauern? Dürft ihr ins Stadion? Dürft ihr nicht ins Stadion? Und was passiert mit euren Dauerkarten? Aber das besprechen wir beim nächsten Mal. Holger, bis dahin erstmal Dankeschön dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und euch sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Euer Tim.